Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich bin Olli von Kettentreter. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, dieses schöne Mountainbike kennt ihr. Ein Focus Stockfish 4.0. Circa 10 Jahre alt. Bisschen in die Jahre gekommen. Und dieses Rad wurde ersetzt an diesem Wochenende gegen ein anderes. Quasi ein New Bike Day. Und gegen welches, das verrate ich euch nach dem Intro. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu diesem Video. Ja, Focus MTB Hardtail Dogfish 4.0, Baujahr 2014, 15, irgendwas. Hat in den letzten Jahren ziemlich gute Dienste geleistet, wurde ein bisschen umgebaut, hat ein bisschen Liebe bekommen. Inzwischen hat es wieder Wartungsstau und ein ganz großes Problem. Es kommt bei Gravel-Touren kaum noch hinterher, wenn man denn auf Asphalt unterwegs ist. Die Limitierung kam durch die breiten Reifen, gerade auf Asphaltwegen sind die fürchterlich langsam. Die Übersetzung ist sehr klein, ist für Wälder gemacht und nicht für Asphalt. Und auch die Reifen mit dem Umfang von 26 Zoll. Und dann wurden ein paar Sachen beachtet, die ich in einem Video, ich verlinke euch das hier oder hier, mal gesagt habe, die 5 Tipps vor dem Gravel-Bike-Kauf. Und zwar, dass man zum Beispiel auch mal über den Tellerrand gucken soll und nicht nur regional in seinem Fahrradgeschäft um die Ecke. Und das wurde auch gemacht und es wurde was gefunden. Und ich zeige es euch, was gefunden wurde. So, Kamera folgt mir. Und hier steht jetzt das gute Stück. Ihr seht es genau, es ist ein Leaf Devote 2, aktuelle Kollektion 2024. Eine wunderbare Farbe, es nennt sich Terracotta, aber egal wie man es hinstellt, das Fantastische an dieser Farbe, egal wo man es hinstellt, es sieht immer anders aus. Wenn die Sonne aus verschiedenen Winkeln drauf scheint, wir haben schon einen lilanen Hauch Flip-Flop-Lack Metallic ausgemacht. Metallic ist es ja sowieso, Terracotta ist ja doch eher stumpf. Wir haben einen Flip-Flop-Lack quasi schon ausgemacht. Es sieht teilweise auch aus wie Kupfermetallic. Immer wieder neue Farben, ist wunderschön. Aber mit Farbe macht einen noch nicht schnell. Schnell macht einen das Rad. Und was es so kann, zeige ich euch und erkläre ich euch jetzt. Ja, wie gesagt, ihr habt ein Gravelbike von Leaf. Leaf ist eine Marke von Giant, eine Untermarke, die sich speziell mit Fahrrädern beschäftigt, die für Frauen designt sind. Und das ist ziemlich schwierig, heutzutage irgendwo was zu finden. Da ist Leaf wirklich die Nummer 1, was das angeht. Leaf macht da alles richtig, beziehungsweise Giant macht da auch alles richtig. Gibt es eine vernünftige Damengeometrie mit kürzerem Oberrohr, mit tieferem Einstieg? Die können es halt. So, entsprechend auch die Damen-Sattel alle mit drauf. Das sind Räder von Damen für Damen. Das heißt auch, ich werde dieses Rad nicht fahren. Aber wir haben ein Gravelbike und Leaf macht da noch ein paar andere Sachen richtig. Und zwar die Ausstattung. Alles eine Suppe. Und das ist ziemlich gut. Wir bekommen bei diesem Devote 2 aus der 2024er Kollektion eine Shimano Sora Gruppe 9x2. Ich finde die hervorragend. Das ist eine solide Gruppe, die funktioniert, die schaltet sauber. Die Schaltwege sind sehr kurz. Sie ist wartungsfreundlich und überhaupt nicht pannenanfällig. Das zu der Schaltung. Bei der Kurbel setzt Giant bzw. Leaf hier auf eine FSA. Bei den Pedalen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die im Lieferumfang überhaupt mit bei sind. In der Gewichtsangabe von Giant ist das Rad mit den Pedalen angegeben. Ich weiß aber nicht, ob das hier die Subventionierung vom Händler ist. Der hat hier XLC ran gemacht. Da kommen sowieso Plattformpedale rauf mit Magneten. Also das bleibt noch nicht endgültig, aber bei der Kurbel FSA Pedalen XLC ist schon mal was Ordentliches. Ihr seht die Laufräder, 28 Zoll in allen Größen, also auch nicht so eine limitierte Spielerei mit dem XS-Rahmen mit 27,5 oder so ein Quatsch. Machen die einfach nicht, sie machen 28er Laufräder rein, nehmen ihre eigenen Decken. Giant Crosscut heißen die Dinger. Nach der ersten Probefahrt wurde gesagt, jo, die sehen zwar aus wie Straßendecken oder früher hätte man gesagt Trekkingreifen, aber sie fahren gut und sie performen gerade jetzt so am letzten Tag des Sommers, beziehungsweise heute ist Sonntag, ist der erste Tag des Herbstes.
performen die eigentlich auf den Strecken, die das Rad schon gefahren wurde in der Probefahrt, sehr, sehr gut. Die Kurbel wurde gebaut von FSA und natürlich auch montiert entsprechend. Übersetzung 48-34 vorne. Hinten kommen wir auf 11-34 hinten. Das heißt, mit diesem Bike kommst du auch eigentlich jeden Berg hoch. Und wenn du da dann nicht mehr hochkommst, dann schiebst du halt. Ganz einfach. Funktioniert hervorragend. Zum Gewicht von diesem Rad. Ich habe es schon angesprochen, es ist mit Pedale angegeben. 10,6 Kilo selbst nachgewogen. Giant hat irgendwo was geschrieben oder Leaf hat irgendwas geschrieben von 10,2. Ich habe es nachgewogen, komme auf 10,6. Es ist super leicht. Eine große Nummer, mit der dieses Rad punktet, ist die Tatsache, es kommt serienmäßig tubeless. Ist auch ein bisschen neu. Wir werden sehen, wie sich das ausgeht. Ersatzschlauch ist auf jeden Fall schon mal am Start und in der Tasche. Dieses Rad wird auch keinen Gepäckträger bekommen. Das hat jetzt erstmal hier nur so einen kleinen Spritzschutz. Das ist noch nicht die Endlösung davon. Aber einen Gepäckträger wird es nicht geben. Das Ding wird für Bikepacking ausgerüstet mit Rahmentasche, mit Lenkerrolle, mit Arschrakete. Sollte reichen. Ja, bei dem Rahmen an sich bekommen wir einen Aluminiumrahmen, wir bekommen eine Carbongabel, wir bekommen Tektro-Bremsen in 160 mm Durchmesser. Im Prinzip der Standard, den ich schon in dem anderen Gravelbike-Video erwähnt habe. Ja, Preis kommt dann aufgrund dieser Komponenten marktüblich 1.199 Euro. Da endet man dann, wenn man sich sowas Schönes kauft. Ja, und die Probefahrt ist schon passiert, gestern gleich nach dem Kauf, und da waren die ersten 30 Kilometer schon drin und die wurden so schnell gefahren und das Rad macht richtig Spaß. Ein paar Einstellungen, ein paar Pausen für Setup-Geschichten wird es dann immer noch mal geben. Ich hatte ja gesagt, kauft nicht unbedingt beim Fahrradladen um die Ecke, sondern kauft auch vielleicht in der nächsten Stadt oder zwei Städte weiter. Guckt auch euch da um. Auch das wurde gemacht und die Tatsache, seid ihr zwischen zwei Rahmen, dann nehmt das, was für euch am besten passt, was am besten matcht. In diesem Falle war es zwischen S- und M-Rahmen. Da es aber auf Touren gehen soll und auch viel Asphalt nächstes Jahr unter die Räder kommen soll, der etwas größere Rahmen, etwas stabilere Fahrkultur wurde dann ausgewählt, wurde auch mal wieder auf mich gehört. Finde ich super. Wenn der Papi was sagt und andere Leute machen das, finde ich das ziemlich hervorragend. So. Das ist dieses Rad und jetzt gucken wir noch mal einmal vom Dichten rum, dann könnt ihr das mit diesen Farbreflexen auch sehen. Wir fangen mal von hinten an, die Laufräder hier, Giant Crosscut 2, 50er Breite, nee Quatsch, 50 PSI, 38er Breite sind sie, 38,622 heißt 28 Zoll. Wie gesagt, tubeless Ventile, das müssen wir gucken, wie sich das ausgeht. Zur Not erstmal immer einen Reserveschlauch mitnehmen. So, die Shimano Sora und ihr seht schon, es blinkert und glänzt. Sieht schon richtig geil aus. Vorne dann die FSA-Kurbel, eine Vero Pro. Auch sehr, sehr sparsam umgegangen hier mit der Beklebung. Devote, auch Devote 2 nicht gemacht, nicht draufgeschrieben, sondern wirklich nur Devote. Und ihr seht so, wie es blinkert und glänzt. Das ist schon ein schöner Lack, den möchte man am liebsten ablecken, oder? So, vorne Vorbau ist auch von Giant was Eigenes. Der Sattel ist von Leaf oder beziehungsweise Leaf gelabelt. Sattelstütze ist eine D, irgendwas mit D-Cut. Sieht ein bisschen aus wie ein D-Buchstabe. Soll ein bisschen federn, da die hier aber so ein bisschen weiter drin ist, wird es nicht allzu so federn. Eine Klingel gibt es mit bei. Finde ich ganz, ganz nett gemacht. So, hier haben wir die Scheibenbremsen, die Tektrobremse. Natürlich ist sie mechanisch. Kann man bei dieser Preisklasse eigentlich gar nicht anders erwarten. Und ihr seht auch hier die Reflexion. Wenn die Schattenseite hier unten, hier kommt noch mal ein bisschen mehr Licht hin. Und wenn man dann hier unten runter geht, da sieht es schon fast wieder so ein bisschen, also komplett Schatten ist so fast wieder braun. So, auch hier Tektro hinten mechanisch, Scheibenbremse. Hier ist eine andere Tektro-Scheibenbremse drin als bei mir im Cube. Also hallo, hallo Cube, man kann es auch vernünftig machen, ne? Also die Bremse wurde auch bestätigt, dass sie sehr, sehr gut bremst. So, haben wir noch irgendwas? Nö, eigentlich nicht. Vorne haben wir nochmal die Griffe, Sora, wie gesagt. Auch die Kabelverlegung, hier vorne ist das, hier vorne das Leaf-Logo nochmal auf dem Steuerrohr. Kabelverlegung natürlich nach innen
kommen dann irgendwo hier unten wieder raus und bleiben unten dann aber außen. Ziemlich gut gemacht. Eine kleine Sache mussten wir ändern. Das Bike hatte diesen Bowdenzug nach hier innen verlegt und dann hier so schliff ein bisschen am Reifen. Hat der Händler freundlicherweise gleich nach außen gelegt, auf unseren Wunsch hin. Und dann war das Ding schon fertig. Auch die Sattelstütze sehr schön mit dieser Skala dran. Das haben auch wenige Sattelstützen inzwischen. Kann man es natürlich sich schön merken, wie man den Sattel eingestellt hat, gerade wenn man es mal transportiert auf dem Auto oder im Bikekoffer. Auch Sora und natürlich mit Anlötsockel bzw. hier Anschraubsockel in diesem Fall. Ihr bekommt bei diesem Rad zwei Flaschenhalter, eins, zwei da. Ihr bekommt hier unten noch Anschraubpunkte hier unten, einmal da. Könnte man noch einen dritten mitmachen und das Schöne ist, ihr bekommt hier die Anschraubpunkte fürs Oberrohr, für eine Tasche. Und ihr habt hier nochmal einen Anschraubpunkt und hier nochmal einen Anschraubpunkt für Vordergepäck. Das soll schon gewesen sein mit diesem Video und diesem New Bike Day. Gefällt euch die Farbe? Schreibt es mal in die Kommentare. Was sagt ihr zu diesem Bike? Würde ich mich freuen. Ansonsten haben wir auf dieser Seite einen Button. Da könnt ihr mir ein Like da lassen. Das freut mich auf jeden Fall für jedes Video. Auf dieser Seite haben wir einen Button, da steht Abonnieren drauf. Und da könnt ihr mich und diesen Kanal kostenlos abonnieren. Und denkt dran, wir haben eine Challenge, 1000 Abonnenten bis Weihnachten. Hätte ich gerne, dann mache ich mit euch einen Heiligabend-Weihnachtsstream. Irgendwo fahren wir raus mit dem Rad oder wir basteln was, je nachdem, wie das Wetter so ist. Deswegen einmal da auch drauf drücken. So, wir haben den ersten Tag im Herbst. Der Sommer ist durch und der Herbst sagt nochmal, hey, das war's noch nicht. Das heißt, es geht jetzt nochmal raus. Deswegen habe ich hier auch so eine nette kleine Kluft an. Es geht jetzt nochmal raus auf eine Gravel-Tour. Schön mal 40, 50 Kilometer durchheimern. Dieses Rad ein bisschen einfahren. Das andere kommt wieder aufs Auto. Ich fahre natürlich mit meinem New Road und das erklärt übrigens auch die Frage. Bleibt das New Road? Natürlich bleibt es, weil es einen New Bike Day gab. Das soll es gewesen sein. Ihr geht raus, fahrt Fahrrad, nutzt den Herbst. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.